Das Schönste am Mechatroniker ist, dass man irgendeine Problemdarstellung hat oder irgendein Problem und man muss versuchen, die von Grund auf selbst zu lösen, also sich eine Lösung zu überlegen, wie man das am besten anstellt und dann auch, wie es am besten funktioniert. Ich habe früher bei meinem Dad zu Hause immer mitgeholfen und dann habe ich mich entschieden, dass ich auch eher ins Technische gehen will. Ich habe eben in meiner Kindheit schon mit Modellbau viel zu tun gehabt und das war eben dann auch ein Grund, warum mir das sehr gut gefallen hat. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Man lernt eben verschiedene Fertigkeiten. Man kann sich nach der Ausbildung entscheiden, in welchen Abteilung man gehen will. Man kann in die Elektrik gehen, aber sowohl das auch in die Mechanik oder in die Reparatur, wo man dann beides braucht, oder auch mal in die Entwicklung. Also wir sind jetzt in der Berufsschule in Augsburg, jetzt im ersten und im zweiten Lehrjahr in der Berufsschule 1. Das ist eben für Metalltechnik. Da lernt man eben verschiedene Verarbeitungstechniken in Bezug eben auf Metall. Und ab dem dritten Lehrjahr sind wir dann bei der Berufsschule 7. Das ist eben die für die Elektrotechnik und da lernen wir dann eben ja, den Teilbereich für die Elektrotechnik. Wir haben eine Lehrwerkstatt, dort lernen wir erstmal die Grundvoraussetzungen, das heißt erstmal ganz am Anfang den Metallgrundkurs mit Feilen, Sägen, Bohren, danach kommen auch noch Fräsen und Drehen. Man braucht halt eine gute Teamfähigkeit, dass man ein Problem zusammen lösen kann und man sollte auch ein bisschen Ausdauer haben, falls es mal länger dauert, ein Problem zu lösen. Ja, ich fand es irgendwie immer schon interessant, so mit der Industrie 4.0 und dass man mal mit Robotern, dass man die selber zusammenbauen kann und sie dann auch funktionieren. Es war einfach ein Traum, mit den ganzen Robotern zu arbeiten. Deswegen bin ich froh, dass ich hier gelandet bin.